Herzlich willkommen auf Arte. Unser Thema heute, der Nahe Osten. 8 Jahre nach dem tödlichen Attentat auf den israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin, 10 Jahre nach dem hoffnungsvollen Neubeginn in Oslo und ein Vierteljahrhundert nach den historischen Friedensverhandlungen von Camp David ist die Lage im Nahen Osten verfahrener denn je. Unzählige Versuche, die Region zu befrieden, sind gescheitert. Sogar die sogenannte Roadmap, der internationale Fahrplan, der bis zum Jahr 2005 in eine endgültige Zwei-Staaten-Lösung führen sollte, kann wohl ad acta gelegt werden. Er ist schon jetzt fast Geschichte. Terror und Angst herrschen, die Radikalisierung beider Seiten nimmt bedrohlich zu und die Lage vor Ort ist verzweifelt. Inzwischen rühren sich in beiden Gesellschaften zivile Kräfte und Initiativen, wie zum Beispiel die sogenannte Genfer Vereinbarung, die das Feld der Friedensverhandlungen nicht länger allein den Berufspolitikern überlassen wollen. Ein positives, ermutigendes Zeichen in einer Zeit, in der sich der Nahe Osten zunehmend zu einem Brandherd ohne Aufsicht entwickelt. Wir wollen heute Abend versuchen zu erläutern, was zur Eskalation der letzten 3 Jahre beigetragen hat. Wie konnte es so weit kommen? Und dies erwartet Sie im Einzelnen. Schon als Militär setzte sich Ariel Sharon eigenmächtig über Befehle hinweg. Seine spätere Siedlungspolitik und harte Hand gegen die Palästinenser brachten ihm Kritik ein. Und doch. Bei seinem Volk ist er populärer denn je. Kann ein Militär wie Sharon den Frieden bringen? Sein Porträt gleich. David war Israeli, Fami Palästinenser. Ihr Leben verloren sie beide viel zu jung an der Netzarim-Kreuzung im Gazastreifen. Im Spiegel ihrer Geschichten erleben wir hautnah die Mechanismen, die die beiden Völker immer tiefer in die Sackgasse führen. Eine der folgenschwersten Maßnahmen der Regierung Sharon, der Bau des Sicherheitszaunes, mit dem fast 40% des Westjordanlandes eingesperrt werden. Mauern statt Lösungen. Schon jetzt sind die Folgen fatal. Wir haben die Menschen dies und jenseits des Zauns aufgesucht. Mehr als 3 Jahre sind seit Ausbruch der zweiten Intifada, dem Volksaufstand der Palästinenser in den Autonomiegebieten, vergangen. Die Statistik dieses Konflikts liest sich verheerend. Knapp 2.500 getöteten und 25.500 verletzten Palästinensern stehen rund 860 Tote und knapp 5.800 verletzte Israelis gegenüber. Der Beginn des Aufstands fiel zusammen mit dem Amtsantritt des damals neuen israelischen Ministerpräsidenten Ariel Sharon, dem Held der Kriege von 1967 und 1973. Für die Palästinenser ist er ein rotes Tuch, verpönt für seine erbarmungslose Politik. Dabei schien Mitte der 80er Jahre die politische Karriere Ariel Sharons am Ende. Nachdem er für die Massaker in Sabra und Shatila mitschuldig gesprochen wurde, musste er seinen Posten als Verteidigungsminister räumen. Seine Anhänger hat dies nicht erschüttert. Er gilt als Garant für Sicherheit. Wohl deshalb wurde er Ende 2000 mit überwältigender Mehrheit als Ministerpräsident gewählt und bei der Wahl 2003 in seinem Amt bestätigt. Wer ist dieser Ariel Sharon? Wie wurde er in seinem Lebensweg geprägt? Inwieweit hat seine Politik der harten Hand Israel seinen Stempel aufgedrückt? Die nun folgende Dokumentation stellt Ihnen den Ex-General und heutigen Ministerpräsidenten Israels vor. Es ist der 3. und letzte Teil unserer Arte-Reihe über Israels Generäle in der Politik. איזו אישיות צבאית לא היית רוצה לראות בפוליטיקה? אריק! ואיזו אישיות אזרחית לא היית רוצה לראות בצבא? אריק!
החל מאיזו דרגה היית ממליץ שלא יגייסו את נבחרי העם לצהל? אורק! ומה היית צועק בכל זאת אם הייתה פורצת מלחמה? אורק! אורק! יופי טוקי שלי, כך פיסטוק. ערב טוב, תודה. לפני כ-10 שנים אמר ראש הממשלה יצחק רבין זיכרונו לברכה את הדברים הבאים, ואני מצטט: אין אנו שוכחים לרגע כי בין שתומכים במהלכים שלנו ובין שמתנגדים להם, כולנו אחים, כולנו יהודים וגורל אחד לכולנו. אריה שרון, אריק, wird im Januar 2003 mit überwältigender Mehrheit zum Premierminister wiedergewählt. Sharons Anhänger sind begeistert. Sie glauben, dass dieser hochkontroverse ehemalige General, heute 75 Jahre alt, in der Lage sei, ihnen Sicherheit zu garantieren. Aber Sharons Handlungen während seiner 55-jährigen militärischen und politischen Karriere werden nicht nur von der arabischen, sondern auch von dem Großteil der restlichen Welt kritisiert. Der Sharonismus ist eine Art von Aggression, die vor nichts Halt macht. Der Glaube an diese Aggression endet in anderen Ländern auf dem Fußballfeld oder bei einem Boxkampf oder wenn die Fans nach dem Spiel den Zug randalieren. Das ist vergleichsweise harmlos. Hier sehen Sie im Fernsehen, wie viele Häuser wir in dieser Nacht in Gaza zerstört haben. Das ist Sharon. Das ist der Sharonismus. למרות כל הדמוניזציה הזו, ברגע קריטי, All dieser Dämonisierung zum Trotz sagte das Volk im entscheidenden Moment des schrecklichsten und längsten Krieges, der den Juden in Israel je aufgezwungen wurde. Ich spreche von der Terroroffensive und den Selbstmordanschlägen. Gut, soweit haben uns eure klugen Ideen geführt. Macht jetzt Platz. Wir brauchen einen, der die Sache in die Hand nimmt. Meine Großmutter glaubte, dass Juden sich selbst verteidigen müssen. Sie wurde über 90 Jahre alt. Und jedes Mal, wenn irgendwo auf der Welt einem Juden etwas zustieß, griff sie zum Telefon und fragte meinen Vater: Was tut deine Regierung in dieser Angelegenheit? Leute wie sie waren eben nicht konformistisch. Sie glaubten an ihren Weg und waren bereit, für ihn zu kämpfen und den Preis zu bezahlen. Lili Sharon, Sibralipam. Sharons Frau Lili hat mir einmal erzählt, als sie auf ihre Farm zogen, gab es dort Blumenbeete. Und drumherum war eine niedrige Einfriedung mit Wasserlöchern für die Entwässerung. Als ihre schon etwas betagte Schwiegermutter sie dort besuchen kam, betrachtete sie die Einfriedung mit den Löchern und sagte: Ah, das sind Schießscharten, damit ihr, wenn die Araber kommen, auf sie schießen könnt. Diese Frau, die es bei einem Streit mit der ganzen Siedlung aufnehmen konnte, impfte ihren Kindern von Geburt an Angst vor den Arabern ein. Nach dem Motto: Die Araber können jeden Augenblick kommen und uns töten. Sharon wird 1928 in dem entlegenen und armen Dorf Kfar Malal im damaligen Palästina geboren. Das Dorf gehört zur Arbeiterbewegung. Doch Sharons Eltern weigern sich, mit der Gemeinde zusammenzuarbeiten. In dieser sozialistischen Gemeinschaft sind die individualistischen Sharons die einzigen, die ihr Haus umzäunen.
In seiner Jugend zogen Ariks Eltern ihn in ihren ganz persönlichen Krieg. Gegen das Establishment, gegen die Gruppe, gegen das Kollektiv. Sie brachten ihm bei, dass man selbst tätig werden muss und nicht einfach die Dinge akzeptieren soll, wie sie sind. Sharons Kindheitserfahrungen als jemand, der nicht so recht zu seinem Heimatdorf gehört, haben tiefe Auswirkungen auf den zukünftigen Bauern und Soldaten. Ariks Eltern waren Mitglieder einer genossenschaftlichen Siedlung, eines Moschaw. Sein Vater war Agronom. Er war sehr ordnungsliebend und stets bemüht, dafür zu sorgen, dass auch wirklich Ordnung im Moschaw herrschte. Er war nicht sonderlich beliebt, aber alles in allem behandelte man ihn dort mit Respekt. Das sagt eigentlich fast alles. Alle hier waren starke Menschen. Denn wer nicht stark war, hielt nicht durch. Sie waren stark in jeder Hinsicht, sowohl körperlich als auch seelisch. Es gab da keine Diskussion. Wer nicht stark war, war erledigt. Arik war mein Ausbilder in der vormilitärischen Jugendorganisation. Er war anders als alle anderen Ausbilder. Denn schon damals zeigte sich, dass er ein Mann mit Unternehmungsgeist war. So taten wir als Jugendliche Dinge, die weit über das hinausgingen, was die anderen Gruppenführer taten. Seinem Unternehmungsgeist hatten wir zu verdanken, dass wir alle möglichen nächtlichen Aktivitäten und Streifzüge in weiter entfernte Orte unternahmen. Er schickte uns einzeln einsam und allein auf Streifzüge in, sagen wir, feindliche Gebiete. Mit feindlichen Gebieten sind die benachbarten palästinensisch-arabischen Gemeinden gemeint. Diese werden Zeugen der jüdischen Besiedelung eines Gebietes, das sie jahrhundertelang selbst bewohnt hatten. Darum greifen einige Araber aus der Gegend sporadisch Kfar Malal an. Seine Aktivitäten innerhalb der Bürgerwehr vor der Gründung des Staates Israel sind der Anfang einer langen Militärkarriere. Beinahe wäre sie vorzeitig beendet worden, als er im Krieg gegen die Araber 1948 schwer verletzt wird. Ein desorganisiertes hohes Kommando hatte schlecht vorbereitete Truppen in die Schlacht geschickt. Nach dem Krieg bleibt Sharon in der Armee. 1953 wird dem ehrgeizigen, gerade erst 25 Jahre alten Major Sharon das Kommando über eine kleine geheime Vergeltungseinheit, die 101, übertragen, die mit Vergeltungsschlägen von zweifelhafter Legitimität auf arabische Angriffe antwortet. Ariq Sharon hat die Einheit aufgebaut. Es war unmöglich, jemanden zu finden, der dafür genauso geeignet gewesen wäre wie er. Denn Ariq Sharon besaß besondere Qualitäten. Nicht ohne Grund ist er heute Premierminister. Er war ein geborener Führer. Er verstand es, uns das Gefühl zu vermitteln, dass alles auf unseren Schultern ruhe und dass, wenn wir die Sache nicht anpackten, niemand sie tun würde. Unternehmungsgeist, Einfallsreichtum, Planungsvermögen und Originalität, was auch immer einen guten Kommandanten auszeichnet, er hatte es. Als er Dayan kennenlernte, war er noch ein junger Kommandant. Wenn Dayan ihn benachrichtigte, dass es irgendwo einen Zwischenfall oder einen Terrorakt gegeben hatte, wartete Ariq nicht auf den Befehl, sondern verließ sofort den Raum und kehrte zu seiner Einheit zurück. Er wusste bereits, wohin er zu gehen hatte. Moshe Dayan sagte über ihn einmal, dass er rassige Pferde gegenüber Stieren bevorzugt, die man ständig zurückhalten muss. Die Aufgabe der Einheit 101 besteht darin, ins benachbarte Jordanien und Gaza einzudringen und Vergeltungsschläge gegen arabische Zivilisten und Truppen zu führen. Unter Sharons Kommando zerstört die 101 im Oktober 1953 das jordanische Dorf Kibia. Es ist der Vergeltungsschlag gegen den Mord an einer jüdischen Frau und ihren Kindern. 69 Dorfbewohner werden in Kibia getötet, die Hälfte von ihnen Frauen und Kinder. Die internationale Empörung ist groß. Kibia war eine der Geschichten, bei denen tatsächlich alles anders ablief, als wir es geplant und uns vorgestellt hatten. Sobald die Armee das Dorf angegriffen und erobert hatte, floh ein Großteil der Männer und ließ Frauen und Kinder in den Häusern zurück. Damals überprüften wir die Häuser nicht vor der Sprengung, so wie wir es später taten. Nachdem man die Leute aufgefordert hatte, die Häuser zu verlassen und niemand mehr herausgekommen war, wurden die Häuser in die Luft gesprengt. Anscheinend befanden sich in einigen Häusern jedoch noch Frauen und Kinder.
We never knew when we demolished the buildings there that people were in. Do you take responsibility for that? I'll tell you, I was myself there with the unit, and I myself checked most of the buildings that were destroyed. And I can tell you that I didn't see anybody there. The buildings were quite big buildings. Als die Einheit 101 aufgelöst wird, werden Sharon und seine Männer zu den Fallschirmtruppen überführt. Als Sharon in der Armee aufsteigt, führt er unliebsame Aufträge für die Regierung aus. Der erste Ministerpräsident Israels, David Ben-Gurion, wird auf ihn aufmerksam. Sharon, what I think about you? Nice boy. Yeah, good song, sir. Ben-Gurion sagt auch, Sharon könne ein hervorragender Kommandant werden, wenn er nur lernen würde, die Wahrheit zu sagen. Zu jener Zeit hatte ich eines Tages ein Treffen mit Sharon und fragte ihn, was soll das? Sie übermitteln dem Premierminister und dem Verteidigungsminister Lügenberichte über Aktionen, die sie durchgeführt haben? Und Sharon entgegnete, ich habe autorisiert und mit Erlaubnis gelogen. Das sollte heißen, dass er bestimmte Aktionen mit der Genehmigung des Generalstabschefs Moshe Dayan unternahm. Dayan gab ihm eine allgemeine Anweisung. Und wenn sich ein Einsatz anders als geplant entwickelte und es in bestimmten Fällen zu viele Tote oder zu viele Verletzte auf der anderen Seite gab, übernahm Sharon die Verantwortung für das Geschehen und sagte nicht die Wahrheit. Da war etwas an ihm, das einen Mangel an Disziplin zeigte. Ich meine dieses »Das bin ich«. Ich erinnere mich, dass ich einmal mit ihm bei einem Einsatz im Norden war. Er war der Stabschef, über ihm war der Kommandogeneral David Elazar, Dado. Im Kampfgebiet krachte es heftig. Schüsse, Panzer, Artillerie. Es wurde aus schweren Maschinengewehren geschossen. Als David Elazar vor Ort eintraf, befahl er Sharon sofort, Feuer einstellen. Daraufhin sah Arik ihn an und sagte ins Funkgerät, noch 3 Minuten Feuer, volles Rohrfeuer. Genau nach 3 Minuten hörte das Feuer auf. Darauf wendet sich Arik zu David Elazar, dem General, und sagt zu ihm, haben Sie gesehen, was für eine großartige Disziplin bei der Artillerie herrscht? Da schaut Dado Arik in die Augen und antwortet, ja, bei der Artillerie. I believe that order should be obeyed. But sometimes you come to a situation where you have to think about the orders that you get. And I believe that you have to divide the orders according to certain categories. First of all, you have to obey the orders of the state, the country that you serve. And then you come to a problem. Should you obey? To whom should you be loyal or more loyal? To your troops or to your superiors? And I must tell you that in many times, I believe you must be more loyal to your troops than to your superiors. Sharon hat am Ruhm des israelischen Sieges gegen die Araber 1967 teil. Er kommandiert eine Division im Sinai. Aber im Club der Generäle wird er nie völlig anerkannt. Obwohl er mit seinen Ranggleichen in der Armee nicht zurechtkommt, ist er dem Verteidigungsminister Moshe Dayan doch nützlich. Nach dem Krieg von 1967 erreichen der palästinensische Widerstand gegen die Besatzung und die Terrorangriffe gegen Israel in Gaza ihren Höhepunkt. Unter Dayan macht Sharon sich daran, energisch dagegen vorzugehen. In der Stadt 70 1970, als wir im Wadi Gaza saßen, sagte Arik zu mir, ich bezwinge den Terror in Gaza. Da entgegnete ich ihm, Arik, ich habe alle Bücher über Terror gelesen und nirgends habe ich gelesen, dass es letztlich jemandem geglückt sei, mit Gewalt Terror zu bezwingen. Er antwortete mir, kommen Sie in 3 oder 4 Monaten wieder und sehen Sie selbst.
Sharon beschließt, Straßen durch das Lager Shati und durch Rafah anzulegen, aus, wie er meinte, Sicherheitsgründen. Das bedeutete den Abriss von Flüchtlingshäusern, was nicht leicht war. Aber es gab keinen Einspruch dagegen, weder von Dayan noch von der israelischen Regierung. Sie gaben Sharon freie Bahn für sein Vorhaben. Schließlich wurden viele Flüchtlingshäuser zerstört. Er war ein Kommandogeneral, der zu Fuß mit den Einheiten von Haus zu Haus ging, von Bunker zu Bunker, von Orangenhain zu Orangenhain, um zu erklären, was er meinte. Nach 3 Monaten war Gaza ruhig und der Terror dort war hart und brutal niedergeschlagen worden. Sharon überzog Gaza mit seinem Schrecken. Man fürchtete sich vor ihm. Man hatte Angst vor ihm. Er erklärte mir einmal, wie er dem Terror in Gaza ein Ende bereiten würde. Er war der General des Südkommandos. Seine Methode war sehr einfach. Jeder Araber, der mit einer Waffe erwischt wurde, wurde auf der Stelle erschossen. Sharons Ruf in der israelischen Öffentlichkeit als ein Mann, der weiß, wie man mit Terror umzugehen hat, beginnt mit diesen Aktivitäten in Gaza. I met Eric Sharon in the 70s. Ich traf Sharon zum ersten Mal in den 70er Jahren auf seiner Farm. Er hatte mich eingeladen, ich weiß nicht mehr warum, und dort verbrachten wir fast den ganzen Tag zusammen mit einem israelischen Journalisten. Jeder israelische Politiker hat mich in der einen oder anderen Weise beeindruckt. Er aber beeindruckte mich nicht, muss ich zugeben, sondern ich verließ seine Farm starr vor Angst angesichts dessen, was er Israel antun konnte. Damals war er zumindest gerade heraus. Er sprach aus, was er im Kopf hatte. Ich entdeckte, dass dieser Mann zu allem fähig ist, wenn es um die Araber geht. Ich denke, es ist mehr als Hass. Er verachtet die Araber. Er glaubt, wenn es in Israel und Palästina keine Araber gäbe, wäre das die beste Sache der Welt. Sharon ist ein übler Mensch. Über Sharon kann ich nichts Gutes sagen. Er ist ein sehr übler Mensch. So jemanden nennen wir im Arabischen einen blutrünstigen Mann. Und genau das ist er. Ein blutrünstiger Mann. Ogi Elai, Ogi Elai, Ogi Elai, 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 Ogi. Sharons Anhänger behaupten, er wolle Israel nur gegen den Terrorismus verteidigen. Aber 1973 verlässt er die Armee, nachdem er von seinen Vorgesetzten daran gehindert wurde, Stabschef zu werden. Als sein Freund und jemand, der sich mit Sicherheitsthemen in der damals größten Zeitung des Landes, dem Ma'ariv, befasste, ging ich zum Generalstabschef David El-Azhar und fragte ihn: Was haben Sie getan? Warum nehmen Sie einen so außergewöhnlichen Menschen aus der Armee? Ich sah darin ein so großes Unrecht, dass ich sagte: Wer Sharon nicht als Generalstabschef will, wird ihn als Verteidigungsminister bekommen. Und wer ihn nicht als Verteidigungsminister akzeptiert, wird ihn als Premierminister bekommen. Sharon unternimmt seine ersten Schritte auf der politischen Leiter 1973 als Kandidat des rechten Flügels bei den Parlamentswahlen. Wenige Tage nach dem Austritt aus der Armee wird Sharon Politiker. Am 6. Oktober 1973 jedoch greifen ägyptische Truppen über den Suezkanal hinweg an und verbreiten Chaos in der unter Schock stehenden israelischen Armee. Sharon wird von der Reservebank als General zurück zu den Truppen geholt und bezieht genau in der Gegend Posten, in der er nur wenige Monate zuvor Kommandant gewesen war. Er kommt mit einer Panzerdivision
und einer ganzen Karawane von Journalisten dort an. Ich erinnere mich, ich fuhr an jenem Yom Kippur, dem 6. Oktober, zu Ariel Sharon. Er bekam ständig Anrufe von der Front mit der Mitteilung, dass dieser oder jener Posten am Suezkanal gefallen sei. Die Nachrichten waren äußerst hart. Ich fragte Ariel, was werden würde, und er antwortete mir: Hast du einen Zweifel daran, wo das enden wird? Nur auf der anderen Seite. Ich verstand, dass die andere Seite des Suezkanals war. אולי הדבר החשוב ביותר זה שבגזרה עליה אני מופקד הגענו היום ממש לקו המים ונראה לי שמה שנותר עכשיו זה פשוט להשמיד את הכוחות המצריים. Sieben Tage später kommandiert Sharon die historische Überquerung des Suezkanals. Seine Division durchbricht die ägyptischen Linien und errichtet einen Brückenkopf, der das Blatt wendet und Israel zum Sieg führt. Diese Leistung vollbringt er nur zu einem hohen Preis, denn die Ägypter fallen Sharons Einheiten in den Rücken. Später überquert Sharon den Kanal zusammen mit Verteidigungsminister Moshe Dayan. Für Dayan bedeutet der Krieg seinen Niedergang. Die Öffentlichkeit ist verbittert und wirft ihm vor, auf den arabischen Angriff nicht vorbereitet gewesen zu sein. Für Ariel Sharon jedoch ist dies der Beginn seines Aufstiegs. Damals entstand dieser Slogan Ari, König von Israel. Er war es, der die Armee über den Kanal brachte und einen Teil Ägyptens westlich des Kanals eroberte. Und wenn es nach ihm gegangen wäre, damals war er nicht Generalstabschef, sondern Divisionskommandant, er wäre bis nach Kairo gezogen. Nach dem Triumph am Suezkanal kehrt König Arik von Israel in die Politik zurück. Er macht sich daran, ein neues politisches Bündnis zu bilden. Arik kehrte als das Symbol des Sieges zurück. Damit hatte der Likud eine völlig neue Startposition nach dem Yom Kippur-Krieg. Das war nicht derselbe Arik. Das war Arik nach der Verwundung, mit dem Verband am Kopf. Nachdem er gesagt hatte, man würde uns nicht unterkriegen, kam er mit aller Macht in die Politik. Er konnte alles diktieren. Seine Macht war grenzenlos. Die Verehrung, die die Leute ihm zuteil werden ließen, war sehr, sehr groß. Er liebte es, als Sieger aufzutreten. Sharon nutzt seinen Status und seine Energie, um die rechtsgerichtete Likud-Koalition zu gründen, in der sich all jene versammeln, die bis dahin von der Macht in Israel ausgeschlossen waren. 1977 ist die 29-jährige Herrschaft der Arbeiterpartei vorüber. Die neuen Männer an der Macht haben andere Vorstellungen bezüglich der besetzten Gebiete. What occupied territories? If you mean Judea, Samaria and the Gaza Strip, they are liberated territories. They are part, an integral part of the land of Israel. Begin hat eine politische Vision und Sharon macht sich daran, diese umzusetzen. Sharon und Begin adoptieren die Siedler, eine religiöse, ideologische Bewegung, die daran glaubt, dass die Gebiete, die Israel seit 1967 besetzt hält, die Westbank, Gaza und Ost-Jerusalem, Teil des biblischen Landes Israel seien. Bitkanzutenu kan yes simliut mishum shamavak amiti amitnahel kvarata hu hamavak al eretz Israel. Während der nächsten 20 Jahre ist Sharon in fast jeder Regierung vertreten. Das nutzt er, um den Bau von über 100 Siedlungen überall in der Westbank und Gaza zu unterstützen. Er setzt sich über die internationale öffentliche Meinung hinweg. Durch den Bau von Siedlungen in dicht besiedelten palästinensischen Gebieten würde es äußerst schwierig sein, einen zukünftigen palästinensischen Staat zu errichten. In der Nähe der Stadt Nablus sehen wir die Siedlung Bracha, die sich aus vier Militärstützpunkten zusammensetzt.
Wir sehen die Siedlung Yitzhak mit ihrem südlichen Teil Shalhevet. Hier vor uns das Dorf Jit und daneben Sara und Tal. Und weiter hinten sehen wir die Stadt Ariel und die Stadt Immanuel. Ariel Sharon kann sich ohne Frage historisch als Vater der Siedlungsbewegung betrachten. Es gibt den Ausdruck Vater der Siedlungsbewegung und den Ausdruck Daddy. Ich gebrauche den Ausdruck Daddy der Siedlungsbewegung, weil er uns einfach Hand in Hand von Hügel zu Hügel begleitete. Die Leute amüsieren sich darüber, dass er diese Landkarte der Westbank mit den Siedlungen herumtrug. Aber diese Karte basierte auf seiner Einschätzung der Bedeutung der höher gelegenen Gebiete für die Verteidigung Israels. Er baute eine Siedlung auf alle Hügel oder Berge, die als taktische Ziele zur Verteidigung Israels wichtig waren. Bringing to the cabinet in order to get their approval our program of settlement in Samaria and Judea. We had a problem here, how to keep in our hands the high important strategic terrain which were overlooking the coastal plain. Mazalan shel memshalot Israel. Es war ein großes Glück für die israelischen Regierungen, dass sie dort einen Menschen wie Sharon hatten. Ohne ihn hätte sich meiner Meinung nach die Karte Judäas und Samarias nicht so verändert, wie sie sich verändert hat, sodass es dort heute über 200.000 israelische Staatsbürger gibt, wie Sharon es formuliert, an der vordersten Frontlinie zur Verteidigung des Staates Israel. Sharon ist eigentlich ein weltlicher Mensch, aber er hat kein Problem damit, seine weltliche Haltung mit dem religiösen Fanatismus der Siedler zu verbinden. Solange sie seinen Zielen dienen, ist Sharon auch bereit, ihre Sache zu unterstützen. I remember that when I first came to the cabinet with that map of settlements in Samaria and Judea and Gaza, I remember that it was very hard and altogether people laughed, mocked, joked. They almost stoned me for that. What is the fact? The fact that we have done it. Was er getan hat, wird auch die Errichtung eines palästinensischen Staates verhindern. Er hat so gute Arbeit geleistet, gute Arbeit, wie ich die Sache sehe, dass er jetzt, wo er einen neuen Plan zur Teilung von Eretz Israel durchsetzen will, damit einfach keinen Erfolg haben wird. Denn er hat uns so gut erzogen, er hat uns so gut überall hinausgebreitet, dass er sich anstrengen kann, wie er will. Seine Siedlungspolitik war einfach zu erfolgreich. Erfolgreich nicht für Arik Sharon und nicht für uns, sondern für Eretz Israel. Wir haben uns weithin ausgebreitet und wir sind stark. Und wir sind neugierig auf den nächsten Hügel. ...1979 unterzeichnet Begin das Friedensabkommen von Camp David mit Ägypten. Sharon widersetzt sich zunächst, ändert seine Meinung jedoch, als man ihn mit einbezieht. Als der ägyptische Präsident Sadat ihn nach Kairo einlädt, unternimmt Sharon eine Rundfahrt durch sein altes Kampfgebiet im Sinai, sehr zur Bestürzung seiner ägyptischen Eskorte. Nachdem das Abkommen mit Ägypten unterzeichnet ist, protestieren die Generäle Dayan und Weizmann gegen Begins Unwillen, in guter Absicht mit den Palästinensern zu verhandeln und treten aus der Regierung aus. Begin ernennt Sharon zum Verteidigungsminister. Vielleicht hat dies Sharon geholfen, die Schmach über den früheren Ausschluss vom Amt des Stabschefs zu überwinden. הלוחמים, המפקדים והמצביעים המהוללים ביותר בתולדות ישראל, סמה. אני בטוח שבתפקידו כשר הביטחון יוכיח את כל יכולתו. Bei einer Gelegenheit jedoch,
nimmt Sharon gegenüber den Siedlern eine andere Haltung ein. Nach seiner Ernennung zum Verteidigungsminister lässt er die Siedlung Yamit im Sinai evakuieren, wie es im Camp David-Abkommen verlangt wurde. Arik war der einzige Minister von denen, die über die Räumung zu beschließen hatten und sie durchführten, der die volle Verantwortung übernahm. Er kam einige Male selbst in die Gegend von Yamit, um sich vor Ort ein Bild vom Geschehen zu machen. Gleichwohl tat er sich sehr schwer damit, den von der Räumung Betroffenen Auge in Auge gegenüberzustehen und dabei genau zu wissen, was ihnen bevorstand. Er kannte im Detail die Lage des betreffenden Ortes. Er kannte die meisten Leute persönlich. Er wusste, wie man dorthin gelangte und wieder zurückkam. Und er wusste, was er hervorrufen und bewirken konnte, sowohl was die Art der Durchführung betraf, als auch seine Wirkung auf die Menschen. In Anbetracht des Fanatismus der Siedler ist es erstaunlich, dass die Evakuierung vonstatten geht, ohne dass jemand getötet wird. Alle Häuser werden zerstört, um, wie es heißt, jede Rückkehr der Siedler zu verhindern. Wenn Sie mich als Experten für das heutige Judäa und Samaria und den Gazastreifen mit ihren Hunderttausenden von Siedlern fragen würden, ob es möglich sei, dasselbe heute wieder zu tun, würde ich antworten, dass das fast unmöglich sei, ohne einen wirklichen Riss im israelischen Volk hervorzurufen. Vielleicht würde das Volk daran sogar wirklich auseinanderbrechen. Auch technisch wäre es nicht möglich. Nachdem die Evakuierung der Yamit-Siedlung den Frieden mit Ägypten besiegelt hat, richtet Sharon seine Aufmerksamkeit auf den Norden. Die PLO hat Israel vom Südlibanon aus mit Raketen beschossen. Sharon führt Israel gegen den Libanon in den Krieg. Die israelische Armee dringt 40 Kilometer tief in den Libanon ein, um die PLO von der israelischen Grenze zu verdrängen. Sharon hat monatelang damit zugebracht, den Krieg vorzubereiten. Er trifft sich heimlich mit verbündeten christlichen Milizen, denen er zu helfen gedenkt, die Regierung im Libanon zu übernehmen, sobald die PLO aus Beirut vertrieben ist. Er hielt mir einen Vortrag über seine Friedensvision, genau im Februar 1982. Ariks Friedensvision in Bezug auf den Libanon war: Zusammen mit den Christen befreien wir durch einen Krieg den Libanon von der syrischen und der palästinensischen Herrschaft. Dann haben wir einen lückenlosen Friedensgürtel im Süden, ausgehend von Alexandria bis Tripoli im Nordlibanon. Das wird eine einzige Küste des Friedens sein. Er irrte sich von vorne bis hinten. Israelische Soldaten greifen sofort die Flüchtlingslager, Städte und Dörfer an und verursachen eine hohe Anzahl von zivilen Opfern. Der Libanon-Krieg ist von Anfang an unpopulär in Israel, einem Land, in dem jeder Wehrdienst leistet. Zum ersten Mal beteiligen sich Reservisten, die von der Front zurückkehren, an Demonstrationen gegen diesen ersten Krieg, den Israel je angefangen hat. Erstaunlicherweise fanden sich sofort sehr viele Menschen ein, die sich vorher nicht um Politik gekümmert hatten, und zwar bereits in der ersten Woche, sofort nach Beginn des Krieges. Das ist wirklich interessant. Das war ein Unterschied zu anderen Protestbewegungen.
Am Ende der ersten Kriegswoche, als die ersten Reservisten auf Fronturlaub nach Hause kamen, stieg die Teilnehmerzahl sprunghaft in die Höhe und nahm nie dagewesene Ausmaße an. Von da an wusste man, dass da etwas schief lief. Als die Reservisten nach Hause kamen und erzählten, wusste man, dass dieses Spiel von Anfang an verloren war. נילחם בשביל שרון ונחזור בתוך ארון. Als die israelische Armee im Norden die 40 Kilometer Grenze überschreitet, überhäuft Sharon das Kabinett mit militärischen Daten. Aber einige Minister sind besorgt, dass Sharon nicht das wahre Kriegsziel erklärt haben könnte. Am dritten Tag des Krieges beantragte ich, dass man uns die Kriegsziele nenne. Denn dies ist sehr wohl ein Thema, über das die Regierung zu beschließen hat. Es ging mir ja nicht um operative, taktische Fragen, Dinge, in denen die Mitglieder einer Regierung nicht bewandert und keine Experten sind, sondern um die Kriegsziele. Es wurde mir daher zugesichert, dass eine Sitzung stattfände, auf der die Kriegsziele diskutiert würden. Eine solche Sitzung hat jedoch nie stattgefunden. Dies war einer der Gründe für meinen Rücktritt. Ein Teil der israelischen Öffentlichkeit fühlt sich getäuscht. Man hatte von einer begrenzten Operation gesprochen, um einen Sicherheitspuffer zu schaffen. Aber innerhalb von nur einer Woche belagern plötzlich 400 israelische Panzer und zahlreiche Verbände der Artillerie Beirut. Zwei Monate lang bombardiert und beschießt die israelische Armee wiederholt Arafats Hauptquartier und tötet dabei Tausende von Zivilisten. Im August 1982 verlässt Arafat zusammen mit etwa 14.000 PLO-Kämpfern Beirut nach einem mit den USA ausgehandelten Abkommen. Sharon ist in Beirut, um Arafats Abzug zu beobachten. Ich finde, die Palästinenser müssen Sharon einen Preis verleihen für die Dienste, die er der palästinensischen Sache erwiesen hat. Besonders in Bezug auf den Krieg von 1982 und seinen Angriff auf Beirut. Zu Beginn der 80er Jahre waren die PLO, die palästinensische Bewegung und die palästinensische Frage auf Beirut und Libanon konzentriert. Palästina selbst hatte man fast vergessen. Dann kam Sharon und vertrieb die Palästinenser gewaltsam aus dem Libanon, sodass sie dort keinen Raum mehr hatten. So kam es, dass der Widerstand sich auf die Bewohner der Westbank und Gaza verlagerte. Als er die PLO aus dem Libanon warf, war ihm nicht klar, dass er ein Vakuum erzeugte. Zwei Monate nach der Vertreibung der PLO wurde die Hisbollah gegründet, die zehnmal schlimmer war als die PLO und der israelischen Armee eine Demütigung nach der anderen zufügte. Auch die Hamas wurde 1984 gegründet, weil es ein Vakuum gab, da die PLO nicht hier war. Sharon hat das nicht berücksichtigt. בנושאים מרכזיים ובניצול, בניסיון להפיל ממשלה על ידי העבודה והשמאל בארץ, לא השגנו מה שיכולנו להשיג, יכולנו להשיג יותר. Am 15. September 1982 wüten libanesisch-christliche Milizen, die mit Sharon verbündet sind, 40 Stunden lang mit Vergewaltigungen und Morden in den palästinensischen Flüchtlingslagern Sabra und Shatila in Beirut. Es wird geschätzt, dass dabei mehr als 1000 Menschen grausam ermordet werden. In der größten Demonstration, die Israel je erlebt hat,
gehen 400.000 Menschen gegen Sharon auf die Straße. Man muss sich vergegenwärtigen, dass Sabra und Shatila ein Symbol sind. Denn das war wirklich ein grauenhaftes Massaker. Aber Sabra und Shatila sind auch noch ein weiterreichendes Symbol, das man verstehen muss vor dem Hintergrund dessen, was es verbirgt in Bezug auf den Libanonkrieg. Die Israelis vergessen aufgrund ihrer Überempfindlichkeit für das, was ihnen geschieht, und der völligen Gefühllosigkeit gegenüber dem, was anderen geschieht, dass im Libanonkrieg zwischen 15.000 und 25.000 Menschen umgekommen sind. Und die meisten von ihnen waren eben keine Soldaten, keine palästinensischen Kämpfer. Sharon muss sich einer offiziellen Untersuchungskommission stellen. Sie macht ihn verantwortlich für das Ignorieren der Gefahr und die Unterlassung von Handlungen, die das Blutbad hätten verhindern können, als er seinen christlichen Verbündeten erlaubte, in die Lager einzudringen. Die Kommission legt ihm den Rücktritt von seinem Amt als Verteidigungsminister nahe. Nach einem Konzert gab es eine Cocktailparty. Ich stand neben Itzhak, wir tranken und plötzlich füllt etwas Enormes den Türrahmen. Und herein kommt Arik Sharon in einem dunklen Anzug, der ihn noch kolossaler erscheinen ließ als eine Uniform. Er kommt auf uns zu und Rabin sagt, Barbara, kennst du Arik Sharon? Plötzlich wollte ich frech sein und sagte spöttisch, ah, der Held von Sabra und Shatila. Im gleichen Augenblick fror Sharon ein und dann hob er die Hand. Rabin sagte, nein, Arik. Und Sharon erwiderte, und ich habe die Ehre, einer Frau mit einem sehr schlechten Ruf zu begegnen. Er machte irgendeine blöde Bemerkung über meine Reputation. Ich gebe ja zu, dass es mein Fehler war. Eine Diplomatin sagt so etwas nicht. Aber auf der anderen Seite herrschte nach Sabra und Shatila so eine Atmosphäre. Und dieser Mann wird bis heute gehasst für das, was dort geschah. And this man is hated till today because of what happened there. Arik. Was das betrifft, erlebte Arik eine drastische Veränderung. Vom heldenhaftesten aller Helden wurde er plötzlich zu jemand, den man wegen des Libanonkriegs verfolgte. Und wer damals in der Zeit des Libanonkriegs geträumt hätte, dass dieser Mann eines Tages Premierminister werden und versuchen würde, Israel zum Frieden zu führen, der hätte diesen Traum nicht geglaubt. Obwohl ein Teil der israelischen Gesellschaft Sharon wegen seines Lebenslaufs mit Abscheu betrachtet, rühmen andere ihn deswegen, weil sie glauben, dass sie in seinen Händen sicher seien. Trotz der Entdeckungen der Kommission und trotz des öffentlichen Aufschreis behält Begin Sharon in seinem Kabinett als Minister ohne besonderes Aufgabengebiet. Sharon baut seine politische Karriere neu auf. Arik Sharons Leben bestand darin, zunächst Dinge zu tun, um zu überleben, um dann noch einen Schritt weiter zu gehen. Und wegen seiner großen Geduld, seines Charismas und seines sturen Charakters funktioniert das bis zum heutigen Tag. Obwohl Moshe Dayan beschlossen hatte, dass er nicht weiter als bis zum Rang eines Obersten aufsteigen könne, stieg er auf. Wer ihn aufsteigen ließ, war kein anderer als Rabin. Denn wenn es nötig war, verstand er es, sich einzuschmeicheln, sich von einem bestimmten Ort fernzuhalten. Konnte er irgendetwas daherreden, nur um damit den Eindruck zu erwecken, dass er etwas Neues sage, auch wenn das, was er sagte, nicht stimmte. Wobei ich nicht weiß, ob er sich dessen selbst bewusst war. Nach dem Osloer Friedensabkommen, das Premierminister Itzhak Rabin anführte, kehrt Sharons Erzfeind Yasser Arafat 1994 in die Westbank und nach Gaza zurück. Sharon weckt alte Ängste, die tief im Inneren der israelischen Gesellschaft begraben sind.
מסמלת פתיחתו של סיבוב חדש מסוכן בהיסטוריה של המדינה היהודית. ערפאת בא כדי להקים את המדינה הפלסטינית, וזאת עלינו למנוע. Einen Monat nach Sharons Rede wird Rabin von einem jüdischen religiösen Fanatiker ermordet. Während der nächsten 5 Jahre wird der Osloer Friedensprozess Opfer des Misstrauens auf beiden Seiten, der israelischen und der arabischen. Nachdem die Verhandlungen zwischen beiden Seiten in die Sackgasse geraten sind und Oslo am Rande des Kollapses schwankt, marschiert Sharon im vollen Bewusstsein der sensiblen Situation mit massivem Polizeiaufgebot zur Al-Aqsa-Moschee. Die Reaktion der Palästinenser ist vorhersehbar. Die zweite palästinensische Intifada beginnt am nächsten Tag. Die palästinensische Gewalt und das Ausmaß der israelischen Reaktion darauf sind viel größer als die der ersten von 1987. 5 Monate nach Beginn der zweiten Intifada wählt Israel mit großer Mehrheit Sharon zum Premierminister. In seiner Wahlkampagne wird Sharon als fürsorglicher Großvater gezeichnet. Nach Sabra und Shatila war Sharon in Israel zu einer Persona non grata geworden. Nun wird er rehabilitiert. Es ist kaum zu glauben, wie dieser Mensch, der ein aggressiver und erbarmungsloser Machtmensch geblieben ist, den Leuten plötzlich wie ein lieber Großvater vorkommt. Gutherzig. Umgänglich. Ein Mann des Friedens. Die Leute stellen sich Sharon vor, wie sie ihn sich vorstellen wollen, ohne Bezug zum wahren Sharon. Aber einige Siedler wissen schon, warum sie Sharon gewählt haben. Gleich zu Beginn der Intifada wurden Siedler in den besetzten Gebieten getötet. Der Daddy der Siedler, nun Premierminister, erstattet einer Siedlerfamilie sein Beileid und wird angegriffen. Die Siedler sollen von Sharon nicht enttäuscht sein. Als die Intifada Ende 2001 eskaliert, verteufelt er Arafat als die Quelle allen Übels. Im Dezember 2001 sperrt er ihn in seinem Hauptquartier in Ramallah ein und trachtet danach, den gewählten Präsidenten der Palästinenser auszuschließen, indem er ihn erniedrigt. Heute sehen die meisten Juden wenigstens ein, dass Yasser Arafat sie bedroht, jetzt wo er vor den Toren Jerusalems in Mukatta in Ramallah ist. Deshalb haben sie immer wieder Ariel Sharon gewählt, damit er mit Arafat wenigstens das tut, was er mit ihm in Beirut getan hat. Heute hat Sharon allerdings beschlossen, dass er als berühmtester Homeless, als berühmtester Obdachloser der Welt mit 1,5 Zimmern und Dusche in Mukatta bleiben darf. Für Sharon gibt es keine Grenzen, weder politisch noch moralisch, noch in sonst einer Hinsicht. Er würde alles tun und tut alles für die Verwirklichung der nationalen Ziele, so wie er sie sieht, und seiner persönlichen Ziele, was in seinen Augen dasselbe ist. Er führt in jeder Situation vor, wie weit er gehen kann. Und wenn man ihn stoppt, hält er kurz inne und wartet auf die nächste Gelegenheit. In nur einem Monat, im März 2002, sterben 140 Israelis durch Selbstmordattentate. Nun fordert eine breitere israelische Öffentlichkeit Taten. Sharon entspricht allen Erwartungen. Er greift Arafats Hauptquartier an, schickt Panzer in fast alle palästinensischen Städte, darunter Ramallah, Nablus und Bethlehem, und steckt Tausende von Palästinensern, davon viele ohne Prozess, ins Gefängnis. In Jenin lässt Sharon Flüchtlingslager zunächst bombardieren und anschließend mit Bulldozern planieren.
Der Konflikt währt unvermindert 2 Jahre lang. Mehr als 2000 Palästinenser und fast 1000 Israelis, in der Mehrzahl Zivilisten, werden getötet. Sharons Politik, die Anschläge auf Israel zu stoppen, schlägt fehl. 2003 wird Sharon mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. Logisch gesehen kann jemand, der nicht Verteidigungsminister sein kann, auch nicht Premierminister sein. Wie ist es also möglich, dass bei uns so etwas passieren kann? Auf Jiddisch sagt man, verstehe ich nicht. Ich stehe hier und verstehe nichts. Vielleicht hat es mit der fehlenden Reife in der jüdischen Öffentlichkeit zu tun, der mangelnden Erfahrung, sich für einen eigenen Staat zu engagieren. Es gibt in der israelischen Sprache 2 Schlüsselbegriffe, die es erklären. Angst, Bitachon, ist so ein Wunderwort. Bei dem Wort Bitachon hört in Israel jeder auf zu reden und hört zu. Und das ist ganz natürlich. Die Leute fühlen sich bedroht und Angst wird zum einzigen Gefühl, das sie kennen. Und darum wählen sie ihn. Das zweite Wort ist Ein Brera. Das bedeutet so viel wie, wir haben keine andere Wahl, als gegen die Araber zu kämpfen. Etwas, das die aufeinanderfolgenden Befehlshaber in die israelische Mentalität eingebettet haben. Es gibt hier eine außergewöhnlich große Bewunderung für jemanden, der den Palästinensern, entschuldigen Sie den schmutzigen Ausdruck, mal richtig den Arsch aufgerissen hat. Unerbittlich und ohne Gnade. Momentan, in der jetzigen Situation, hat es den Anschein, dass, wenn ein General das Bild eines Menschen ohne jegliche Rücksicht vermittelt, nicht in Bezug auf uns, sondern in Bezug auf die Palästinenser, ohne jegliche Sensibilität, nicht für uns, sondern für die Palästinenser, dann steigen seine Aktien. Aus der Hoffnung heraus, nicht aus irgendeiner Gewissheit, weil ich optimistisch sein will, bin ich versucht, in Bezug auf Sharon zu sagen, lasst uns abwarten, was die Zeit bringt. Ich bin nicht sicher, dass Sharons Vergangenheit zwangsläufig auf seine Zukunft schließen lässt. Seit seiner Wiederwahl steht Sharon unter amerikanischem Druck, sich im Friedensprozess zu engagieren. Er hat die Besatzung eingeräumt, die Möglichkeit eines palästinensischen Staates zugegeben und spricht von schmerzlichen Kompromissen. Aber Israel hat eine Mauer gebaut, eingestandenermaßen, um die Terroranschläge zu stoppen. Die Palästinenser verlieren noch mehr von ihrem Land und werden eingezäunt. Sharons Taten haben Israels Schicksal tief geprägt. Aber er hat niemals öffentlich eine Vision ausgedrückt. Wie könnte Sharon sein Land in die Zukunft führen? You know, he's a farmer. Wie Sie wissen, ist er Bauer. Und das ist eine sehr wichtige Seite seiner Persönlichkeit. Er erzählt, wie er eine Kuh beobachtet hat, die brüllte, als sie von einem großen in einen kleinen Pferch und schließlich auf die Rutsche geführt wurde, wo sie geschlachtet wurde. In gewisser Hinsicht sieht er sich als die in die Enge getriebene Kuh oder den Bullen. Und seine Aufgabe besteht darin, die Tore zu schließen, damit es unmöglich wird, ihn vom Großen zum Kleinen Pferch und dann auf die Schlachtrutsche zu führen. Und wenn Sie sich anschauen, wie er mit den Anstrengungen äußerer Mächte umgeht, die den Friedensprozess voranbringen wollen, dann stellt er immer Tore auf und schließt sie vor ihnen. Er ist bereit, diese Tore offen zu lassen, aber dafür verlangt er einen Preis. Das ist seine Taktik und die ist ziemlich effektiv. Aber eben weil er sich selbst als eine Kuh oder einen Bullen sieht, versteht er, dass es sehr effektiv ist, die anderen genauso zu behandeln wie die Kuh oder den Bullen und durch den Pferch zu führen, bis er sie in der Rutsche hat, wo er sie haben will.